Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wenn ihr dies gerade seht. Und herzlich willkommen zu Urbex Stories. Ich muss ehrlich zugeben, wir haben gerade was entdeckt, mit dem wir nicht wirklich gerechnet haben hier. Und es gehört anscheinend auch noch ein ziemlich großes Wohnhaus dazu. Ich würde schon fast sagen, eine Villa. Aber wir gucken uns das alles mal in Ruhe an. Wenn wir uns umsehen, seht ihr erstmal eine Gartenhütte. Erstmal sollte man denken, es ist nichts Besonderes. Allerdings, hier oben haben wir noch ein Solarpanel drauf. Wir dachten erst, das wäre nicht lost hier, aber jetzt gleich bei der näheren Betrachtung, dann versteht ihr es auch. Zu dem Haus wollten wir sowieso, aber dass sowas noch hier zugehört, das wundert doch sehr. Hier, der hier parkt, ist kostenpflichtig abgeschleppt. Und Damen- und Herren-WC. Rechts Anwalt. Das ist hier so eine Art wie Pärchenloch, keine Ahnung. Das ist komisch, oder wie so eine Art Club oder sowas. Ja. Oh. Danke, ja. Sicher, ja, keine bezahlte Werbung hier. Ja, aber das hier ist ein abgesperrter Bereich, als ob man hier mal hat sitzen können. Ein Brunnen oder was ist das? Ja, es dürfte mal ein Brunnen gewesen sein oder sowas in der Art. Dieser ganze Bereich hier sieht irgendwie aus, als hätte hier mal irgendwas stattgefunden. Hier in den besagten Toilettenbereich kommt man gar nicht mehr rein. Ist alles komplett zugestellt. Hier stinkt es auch irgendwie noch nach Toilette ein bisschen. Noch ein Geräteschuppen. Hast du was entdeckt? Ja. Mebus. Mit so einer Art Zeitschalter oder sowas. Vielleicht für die Toilette, für das Licht oder so. Gucken, ob man reinkommt. Nee, tatsächlich nicht. Wir müssen mal vorne gucken. Hier hängt alles Mögliche rum. Wir haben eine Klobürste, ein paar Ketten. Aber wenn ich mich jetzt einer fragen sollte, würde ich schätzen, allerhöchstens 2 Jahre verlassen, aber allerhöchstens. Hier sehen wir es gerade. Knappe 18 Grad, das ist korrekt. Hier haben wir Schlüsselschalter für Halt. Ah, ich kann mir schon denken, was das ist. Wir haben nämlich gerade was richtig Feines entdeckt. Das seht ihr aber gleich erst. Hier hat sich einer am Fenster bemüht und ist anscheinend auch hier reingeklettert. Das mache ich jetzt aber nicht. Ich gucke mal, ob wir ein bisschen was erkennen können. Boah, da sind ja richtige Stromsysteme da dran. Steuereinheiten da oben und alles. Ah, okay. Ich habe euch ja gesagt, ich weiß jetzt schon, für was das ist. Und ihr werdet es gleich auch sehen. Hier bei dieser selbstgebauten Theke haben wir hinten noch einen kleinen Freund stehen, den guten alten Gartenzwerg. Oben haben wir auch Lautsprecherboxen hängen. Und hier die Schraubgewinde für Leuchten, also hier waren mal Glühbirnen drin. Die Uhr ist auf fast 5 vor 7 stehen geblieben. Alte Petroleumlampe. Doch hier wieder Steuersysteme, Licht, Schlauch, Werkbank, Innen-, Außenpumpe. Hier drin haben wir eine komplett eingerichtete Küche. Auch hier steht noch ein Aschenbecher auf dem Tisch. Hier wurde ein bisschen rumgekramt. Aber ansonsten sieht das hier echt noch gut drin aus. Ich will da jetzt nicht drin rumkraxeln, dann mache ich alles kaputt. Vor allem, wenn ich in das kaputte Fenster gehe, mache ich mich kaputt. Das lassen wir mal lieber. Ich weiß ja nicht, ob die Akkus noch intakt sind von dem Solargenerator, aber ich könnte mir vorstellen, sind die noch intakt. Könnte es hier sogar noch mit dem Strom funktionieren. Fließend Wasser hatten die auch. Aber ich glaube, im Eingang, das sieht wirklich schlecht aus. Es wäre nur
durch dieses Fenster anscheinend gegangen. Ich gucke mal bei dieser Tür. So ein Riegel. Können wir mal gucken. Oh, der ist eingerostet komplett. Das machen wir nicht. Doch hier ist irgend so ein Schalter. Ganz mysteriös. Jetzt kommen wir dazu, was ich die ganze Zeit meinte, weil ich ein bisschen darauf hingeteasert habe. Da haben wir schon mal einen Schaltschrank. Aber für was? Na, erkennt ihr es? Modelleisenbahnsystem. Hier sind die ganzen Schienen. Gehen da vorne durch, bis hinten rum. Ich glaube, hier geht es nämlich auch ziemlich runter. Es ging sogar unterirdisch hier irgendwo rein. Und früher war das anscheinend auch mal abgedeckt für so schlechte Witterungen. Aber mittlerweile leider wohl nicht mehr. Das muss mal richtig geil ausgesehen haben. Hier haben wir noch einen Teich, der noch voll war und alles hier. Och, Wahnsinn. Hinten haben wir auch noch irgend so einen Aufbau. Das ist ein, jo, tatsächlich, das ist ein Tunnel noch da hinten. Jo. Oh, irre. Ist gerade aufgefallen, wir laufen sogar auf den Schienen. Ja. Hier unter dem Moos versteckt, hier geht einer her, hinten auch. Boah, das finde ich traurig. Da haben die sich viel Mühe gemacht. Ja, auf jeden Fall. Und das ist teuer, sowas. Definitiv. Also ich finde, man lässt sowas auf jeden Fall nicht verkommen, da muss irgendwas passiert sein. So viel Mühe und Geld, was hier reingesteckt wurde. Krass, richtig krass. Leute, das Urbex, das beste Freunde sind Dorn. Hier auf dem Weg zum Haus. Das ist echt übel. Ich sag's euch. Also das Haus ist echt nicht klein. Das will ich mal direkt vorab sagen. Ich glaube, das wird nicht das einzigste Highlight sein, was wir euch hier präsentieren können. Ich glaube, wir haben den Eingang gefunden. Oh ja. So, abgesehen von dieser etwas komischen Farbgebung hier in dem Haus, ist hier tatsächlich noch Einrichtung drin. Oh. Hey, wer hat denn hier gewütet? Ich muss ja wirklich sagen, ich habe hier Bilder und Videos von dem Gebäude schon gesehen. Oh, ich bin schockiert. Ich kann echt nicht oft genug sagen, wie sehr mich sowas ankotzt. Wirklich. In die Küche kommt man schon nicht mehr rein. Es liegt doch absolut alles am Boden. Hier ist alles kaputt. Was ist hier passiert? Nee, hier in die Küche soll ich kaum noch reinkommen. Das ganze gute Geschirr liegt hier am Boden. Soundsystem hat da einer wahllos in die Ecke geschmissen. Ey, es gibt Idioten und Arschlöcher auf dieser Welt. Tut mir leid, dass ich diese Ausdrücke verwenden muss, aber es ist leider wirklich so. Hier in dem Raum scheint mal so eine Art Gästezimmer gewesen zu sein mit Schlafcouch. Ist aber nicht wirklich sonst großartig was drin. Was ich ganz schick finde, ist diese 70er-Jahre-Lampe da oben. Ich fühle mich, als wäre ich hier in so einer sehr bekannten Reha-Klinik, die wahrscheinlich jeder von euch kennt. Das ist nämlich genauso runter. Guckt euch das an. Ich wollte noch nicht mal Angst haben, euch die Toilette zu zeigen, weil die steht hier mitten im Raum. Ey, was soll das? Und auch hier, mich trifft der Schlag, ey. Hier diese ganze Technik. Alles zerrupft am Boden. Absolut alles kaputt. Oh, schade, ey. Aber den Heizkörper haben sie aus der Fassung gerissen. Ich verstehe das ja, dass das interessant ist, wie wir das machen. Ja. Aber ich verstehe das nicht, wie man sowas zerstören kann.
Nee, das verstehe ich auch absolut nicht. Das hat doch, ich finde, das hat irgendwas mit, auch mit Menschen zu tun, also Menschlichkeit. Ich glaube, die Leute kennen keine Menschlichkeit. Ja, heutzutage glaube ich nicht mehr. Tut mir wirklich leid, dass wir uns hier ein bisschen aufregen mussten. Das wird jetzt mal ein kleines Wutvideo hier anscheinend, weil ich hätte mich eigentlich auf dieses Gebäude gefreut. Wir sind anscheinend wirklich zu spät dran. Hier gab es so viele schöne Sachen zu zeigen. Wir sind froh, dass wir jetzt die Modelleisenbahn noch gefunden haben, weil das war wirklich noch schön. Aber das ist der pure Horror hier. Ah, okay. Ja, Nicole sagte gerade schon, wir müssen hier auf die Details achten. Die wurde mal repariert, die Couch hier. Hier haben wir noch das Ursprüngliche drin, die Knöpfe. Und hier wurden so normale Knöpfe reingesetzt zum Reparieren. Also Not macht erfinderisch, würde ich sagen. Ja, das, in dem Haus ging es eigentlich hier darum, der war eigentlich größtenteils anscheinend Selbstversorger. Das hat ein anderer Urbex herausgefunden, der Heiko, Reality Urbex. Ich verlinke euch sein Video mal hier drüber. Dann wisst ihr wenigstens, wie das hier vorher mal ausgesehen hat. Weil das könnt ihr euch jetzt so, glaube ich, nicht mehr wirklich vorstellen hier. Traurig. Die Treppe hier, die haben die sowas von demoliert. Hier unten den Stützbalken haben die rausgehauen. Hier fehlt das Geländer. Ich traue mich jetzt auf diese Streben hier nicht mehr drauf, weil es ist auch recht ordentlich am Knarren. Hier oben ging es vielleicht noch, aber da traue ich mich absolut nicht mehr hoch hier. Gehen wir mal lieber in den Keller. Gruselkeller ist das hier. Hat sich eine Zielscheibe aufgebaut. Ordentlich Holz gelagert. Oh, richtig alte, massive Schränke hier unten. Was ist hier nur Lagerraum? Ich rieche das sowas von nach Heizöl. Das kommt auch, glaube ich, hier aus diesem Raum. Ja, das kommt eindeutig aus diesem Raum. Wir haben den alten Öltank. An sich war das sonst anscheinend ein Waschraum. Ich suche eigentlich noch was für euch. Ich wollte euch eigentlich was zeigen. Ich habe es noch nicht gefunden. Aber hier haben wir noch so eine Art Werkkeller. Zeitung vom Februar 2004. Alter Heizofen und die Werkbank. Das ist ja traurigerweise noch fast der Raum, wo ich sagen muss, der sieht noch mit am besten aus. Ein altes, selbstgebautes Radio. Sieht ja auch irre aus. Und noch ein paar Kinderzeichnungen hier an dem Spind. Jetzt nicht ganz vertue, ist das die Ecke, die ich euch eigentlich zeigen wollte. Ich meine, hier standen Autobatterien drauf, mit der gute Herr, der hier lebte, dieses ganze Haus am Laufen gehalten hat. Aber die sehe ich jetzt hier gerade nicht mehr. Also alte Autobatterien verkaufen und zu Geld machen, lohnt sich das? Ey, was soll das? Ja, auch in diesem Raum ist nichts drin. Die scheint tatsächlich weg zu sein. Ich habe jetzt gerade den Leitspruch für dieses Video gefunden und der liegt hier zu meinen Füßen am Boden. Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von den anderen, so bleibt dir mancher Ärger erspart. Ging das passender? Ich glaube nicht. Oh, direkt hier vor der Location moderieren wir mal ab. Entsetzt, schockiert, wirklich traurig. Wir waren zu spät hier. Ich habe hier wirklich Videos gesehen. Das Haus sah so Bombe aus, es war sowas Besonderes. Ja Leute, wie ihr sehen konntet, durften wir bei der Abmoderation noch abhauen. Auf einmal kam mit dem Affenzahn ein Auto die Einfahrt hochgeschossen. Wir direkt in den Wald und zwar steckt das Auto, das fuhr immer hin, her. Irgendwann haben wir es nicht mehr gesehen, sind zurück zu unserem Auto und durften dann erschreckend feststellen, dass dieser Herr
so ungefähr 20 Meter hinter unserem Auto geparkt hat und auf uns gewartet hat. Er ließ uns allerdings einsteigen, stieg selber nicht aus. Also luden wir unsere ganzen Sachen ein, fuhren weg und ja, besser so als richtig erwischt zu werden, aber gruselig war das alle Male. Also, dann moderieren wir jetzt hier so ab. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst uns gern einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und ich sag dann mal, bis zum nächsten Mal bei Urbex Stories.